Abenteuer. Oh, Drago, was hast du da denn? Zeig mal her. Es ist ja ein Brief von deinem Freund aus dem Hexenland. Hallo, lieber Drago, wie geht es dir? Ich schreibe dir diesen Brief, weil ich ein riesiges Problem habe. Der Bösewicht bei uns aus dem Hexenland hat meinen Lieblingsbesen gestohlen. Kannst du dir das vorstellen? Was soll ich denn jetzt bloß machen? Ich brauche meinen Besen. Deshalb benötige ich deine drachenstarke Hilfe, Drago. Am besten bringst du noch einen von deinen Freunden mit. Ich freue mich auf deinen Besuch. Liebe Grüße, dein Freund aus dem Hexenland. Mensch, das kann ja nicht sein. Da müssen wir ihm unbedingt helfen. Und euch brauchen wir nämlich auch noch. Okay? Dann lass das Abenteuer mal beginnen und den Lieblingsbesen von Dragos Freund aus dem Hexenland wieder zurückbringen. Um in das Hexenland zu gelangen und Zauberkräfte zu erhalten, müssen wir uns zuerst mal hinhexen. Und das geht mit dem Zauberspruch Ede mene Zauberkind ins Hexenland geschwind. Okay? Und alle zusammen. Ede mene Zauberkind ins Hexenland geschwind. Sehr gut. Jetzt sind wir im Hexenland angekommen bei Dragos Freund. Damit unser Abenteuer richtig starten kann, brauchen wir nämlich erstmal unsere Besen. Dragos Freund hat uns auch mal erzählt, dass der Bösewicht aus dem Hexenland seinen Lieblingsbesen geklaut hat. Das Geheimversteck von dem Bösewicht liegt ganz oben auf dem Berg. Es liegt also ein weiter Weg vor uns, aber ich bin mir sicher, gemeinsam schaffen wir das und gemeinsam holen wir auch den Besen zurück. Okay? Auf geht's, Drago. Glaubst du, wir schaffen das? Top! Okay, dann laufen wir mal los. Als allererstes kommen wir an ganz vielen kleinen Bächen vorbei. Über diese kleinen Bäche können wir unterschiedlich hüpfen. Wir können mit beiden Beinen drüber hüpfen, vorwärts und rückwärts. Und wir können auch mit einem Bein drüber hüpfen. Aber immer schön unseren Besen in der Hand behalten, weil den dürfen wir auf keinen Fall vergessen. Den brauchen wir vielleicht nachher noch. Hüpft so, wie ihr es am besten könnt, wie es euch am besten Spaß macht. Ihr könnt auch von eins aufs andere Bein hüpfen. Über alle kleinen Bäche springen. Sieht sehr, sehr gut aus. Es liegen noch ein paar Bäche vor uns. Super gemacht. Sehr gut. Ganz stark, Drago. Und ihr auch. Super. Okay, die erste Hürde ist geschafft, wir können weiterlaufen. Hörst du die ganzen Vögel zwitschern? Hört sich echt schön an. Hört ihr sie auch? Und schau mal dran, wie schön die Blumen blühen. Ist echt schön. Was hast du da denn? Oh nein, da sitzt ja ein Hase fest unter einem Baumstamm. Drago, dem müssen wir aber helfen. Komm, wir versuchen den Baumstamm anzuheben. Und eure Hilfe brauchen wir auch. Wir gehen runter und versuchen den Baumstamm anzuheben. Ah, der ist ganz schön schwer. Ach nee, Drago, ich glaube, das wird so nichts. Der ist doch zu schwer für uns. Da müssen wir wohl hexen. Ich weiß da einen Zauberspruch, wie wir den Hasen hier frei bekommen. Und zwar, Saat und Bäume voll Energie, schick uns die Waldmagie. Hase, du bist jetzt wieder frei, denn der Baumstamm bricht in zwei. Und das sagen wir jetzt alle zusammen, okay? Saat und Bäume voll Energie, schick uns die Waldmagie. Hase, du bist jetzt wieder frei, denn der Baumstamm bricht in zwei. Und zack, sehr gut, es hat geklappt. Der Hase hoppelt jetzt glücklich davon. Schlag ein, Drago. Das war unsere erste drachenstarke Tat heute. Okay, dann können wir weiterlaufen. Nein, Drago, schau mal da vorne, da kommt der genervte Gerwi. Von dem hat uns sein Freund doch erzählt. Der ist immer schlecht gelaunt. Naja, mal sehen, ob er heute auch so schlecht gelaunt ist. Jetzt steht er direkt neben uns. Der genervte Gerwin ist heute so schlecht drauf, dass er uns erst vorbeigehen lässt, wenn wir seine Aufgabe erfüllen. Die besteht darin, dass wir unseren Besen nehmen müssen, den vor uns hinstellen
ihn loslassen und dass er möglichst lange stehen bleibt. Aber wenn er zu umfallen droht, müssen wir ihn aufhalten. Denn wenn er umfällt, das ist ja ganz, ganz schlecht. Ja, das versuchen wir jetzt mal. Sehr gut, Drago. Du bist ja ein richtiger Zauberer. Okay, die zweite Aufgabe, die uns der Gavin gestellt hat, ist, dass wir den Besen haben und einmal um ihn rumlaufen müssen und ihn mit möglichst wenigen Berührungen am Stehen lassen, okay? Ja, Drago, mit dir kann ich leider nicht mithalten. Du bist so gut heute. Nicht schlecht. Okay, aber der Gary, der ist von Drago so beeindruckt und von euch, dass er uns weitergehen lässt. Also können wir wieder unseren Besen nehmen und weitergehen. Okay? Ich glaube, es ist schon gar nicht mehr weit. Jetzt kann ich den Berg da hinten schon liegen sehen. Ja, ne? Seht ihr ihn auch schon? Vor dem Berg liegt jetzt noch eine riesige Schlucht. Und hier kommen wir ohne Hexerei leider nicht rüber. Jetzt brauchen wir unseren Besen. Und um über die Schlucht zu kommen und den Berg hinaufzufliegen, brauchen wir den Zauberspruch, damit der Besen losfliegt. Und der geht so. Abracadabra, Besenstiel, bringe uns sicher ans Ziel. Okay? Wir klemmen den Besen zwischen unsere Beine und sagen den Zauberspruch alle zusammen. Abracadabra, Besenstiel, bringe uns sicher ans Ziel. Und wir fliegen los. Wir können kurz fliegen. Wir können ganz hoch fliegen. Wir können tiefer fliegen. Wir sind jetzt schon mitten über der Schlucht. Wir können einmal runter gucken. Das ist ganz schön hoch, Drago. Lieber nicht nach unten gucken. Mal tiefer fliegen. Wir sind schon fast am Berg angekommen, ist gar nicht mehr weit. Jetzt nur noch den Berg hinauf. Einmal ein bisschen steiler werden. Hui! Und wir können jetzt sicher landen. Drago, hörst du den bösen Wicht schon singen? Der singt seine bösen Schmähgesänge. Aber dem zeigen wir gleich mal, dass er sich mit Dragos Freund mit einem ganz schön Falschen angelegt hat. Okay? Drago, du hast mir vorhin erzählt, dass du einen Geheimgang kennst. Ja, das sieht aber sehr klein aus. Sehr gute Idee, da müssen wir wohl durchkrabbeln. Wir gehen auf alle Viere und krabbeln jetzt durch den Geheimgang durch, der in die Höhle vom Bösewicht führt. Ja? Dazu müssen wir aber ganz leise sein. Wir wollen ja nicht, dass der Bösewicht uns hört. Okay? Und los geht's. Wir krabbeln auf der Stelle. Jetzt schon den Bösewicht da. Siehst du ihn auch, Drago? Okay, und da vorne ist der Besen. Er steht am ganz anderen Ende des Raumes. Wenn wir da jetzt hinlaufen würden, dann würde er uns bestimmt sehen. Oder was meinst du, Drago? Hast du eine Idee? Dann kann der Besen einfach zu uns schweben. Ist eine tolle Idee, oder? Okay. Ich habe einen Zauberspruch dafür. Der geht so. Ene, mene, 1, 2, 3. Besen, komm herbei. Und dann kommt der Besen zu uns. Okay, jetzt tragen wir zusammen. Ene, mene, 1, 2, 3. Besen, komm herbei. Hex, hex. Sehr gut. Und da kommt er auch schon an. Und jetzt haben wir den Besen hier. Und das Beste ist, der Bösewicht hat nichts gemerkt.
Richtig gut gemacht. Toll, okay. Dann kannst du jetzt zurückgehen. Dann krabbeln wir jetzt den Geheimgang wieder zurück. Ja? Und los geht's. Gemacht. Jetzt können wir wieder nach Hause fliegen. Wir nehmen wieder unseren Besen, klemmen ihn zwischen die Beine. Ich habe hier den Besen von Dragos Freund. Und jetzt brauchen wir wieder unseren Spruch, um loszufliegen. Wisst ihr ihn noch? Wenn nicht, dann hier ist er noch einmal. Zwar heißt er so, Abracadabra Besenstiel, bringe uns sicher ans Ziel. Okay? Und los geht's. Abracadabra Besenstiel, bringe uns sicher ans Ziel. Hex, Hex, und los geht's! Wir fliegen wieder! Sehr gut! Jetzt fliegen wir wieder höher. Mal tiefer. Nochmal Kurven. Das ist jetzt die Schlucht wieder. Einmal wieder nicht nach unten gucken, sonst kriegt noch Höhenangst. Und siehst du, drei da unten ist auch der durchgebrochene Baumstamm, wo wir vorher den Hasen befreit haben. Und da vorne, da läuft der genervte Gerben. Wenn der wüsste, was wir alles gemacht hätten. Und zu guter Letzt, guck mal, da unten sind auch die Bäche, wo wir heute Morgen drüber sind. Ja. Das war ein ganz schön spannendes Abenteuer. Und jetzt sind wir wieder bei Dragos Haus. Wir können den Besen jetzt übergeben an Dragos Freund. Der freut sich riesig. Und er bedankt sich nicht nur bei uns beiden, sondern vor allem auch bei euch. Denn ohne euch hätten wir das niemals geschafft. Er hat jetzt seinen Lieblingsbesen wieder. Und wir können wieder zurückkehren. Okay? Das geht mit folgendem Zauberspruch. Ene mene Hexenbein, was gerade noch hier war, geht jetzt heim. Okay? Und alle zusammen, damit wir auch alle wieder zurück in unsere Welt kommen. Okay? Ene mene Hexenbein, was gerade noch hier war, geht jetzt heim. Hex, Hex! Und wir sind wieder hier. Das war ein richtig tolles Abenteuer. Oder, Drago? Sehr gut. Und mit euch hat uns das super viel Spaß gemacht. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Vielleicht sehen wir uns ja beim nächsten Mal noch wieder. Bis dann und bleibt drachenfit. Tschüss!